Es ist mal wieder Mittwoch, meine fantastischen Freunde da draußen. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es mal wieder nach etwas längerer Pause, Sommerpause, wie man das Ganze auch immer nennen mag, einen brandneuen Snapshot für die Java Edition von Minecraft. Aber Achtung, nicht für das 1.21 Update, sondern für das Update 1.20.2. Und ich sage euch, Freunde, der heutige Snapshot ist extrem huge und spielverändernd. Er verändert das ganze Trading im Spiel von A bis Z und macht das Ganze deutlich schwieriger. Da heute viel los ist, werden wir auch direkt reinstarten. Denkt nur daran, den Like-Button zu zerstören, das würde mich sehr freuen und let's go. Wie man hier sehen kann, habe ich schon etwas Kleines vorbereitet zum Thema Trading. Direkt vorab nochmal, es ist ein Snapshot für die 1.20.2 Version, Snapshot 23W31A, um genau zu sein. Und dieses Update soll irgendwann in den nächsten Wochen erscheinen. Hat also nichts mit dem Thema des 1.21 Updates zu tun oder sonst irgendwas, bevor das Leute jetzt irgendwie falsch verstehen. Ein riesengroßer Bereich dieses heutigen Snapshots ist das Trading mit Villagern, aber auch mit dem wandernden Händler oder fahrenden Händler, wie man den Bree auch immer nennen möchte. Um genau zu sein, betrifft diese Änderung noch nicht mal jede Berufsgruppe der Villager, sondern momentaner Stand jedenfalls nur die Bibliothekare. Dies bedeutet, dass genau diese Berufsgruppe einen absolut krassen, in Anführungsstrichen, Nerf bekommen hat und das Farmen nach verzauberten Büchern viel, viel schwieriger gemacht hat. Also haltet euch auf jeden Fall fest, Freunde. Um das nochmal kurz vorab grob zu erklären, ich glaube, jeder Minecraft-Spieler kennt es, hat es öfter schon gemacht. Wir haben einen Bibliothekar in einem Dorf besucht, sei es ein Tigerdorf, ein Plainsdorf, wie hier ein Wüstendorf, ist völlig egal. Haben immer mal wieder die Lektoren hinplatziert und abgebaut, bis er irgendwann das Mending-Book hatte oder die größten OP-Bücher direkt als Novize, quasi wie hier, Level 1 schon vorhanden hatte. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Es ist nämlich so, dass jetzt jedes einzelne Biom, beziehungsweise jedes einzelne Dorf in bestimmten Biomen, jetzt ab sofort verschiedene Verzauberungen anbietet. Als kleine Verdeutlichung kann ich euch hier einfach mal diese Tabelle einblenden. Da haben wir zum Beispiel ganz links das Wüstendorf. Dieses Wüstendorf bietet allgemein, also der Bibliothekar in diesem Wüstendorf, beinhaltet sozusagen die Verzauberungen Fire Protection, Dornen und auch Unendlichkeit. Und wenn du diesen Villager bis zum Maximum Level gelevelt hast, gibt er dir auch Effizienz 3 als Verzauberungsbuch. Kein Man-Ding, kein Smite, kein Punch, kein Knockback, nichts anderes. Dieser Villager in einem Wüstendorf kann dir nur diese Verzauberung anbieten. Springen wir darüber zum Dschungel, da macht es eigentlich direkt Klick bei jedem von euch da draußen. Hey, Dschungeldörfer gibt es gar nicht, deswegen ist da auch ein Sternchen, genau richtig. Hier musst du nämlich hingehen und quasi dein eigenes Dorf bauen, beziehungsweise einen Villager heranwachsen lassen in einem Dschungelbiom und ihn dann quasi als Bibliothekar ausbilden, damit er mit dir traden kann. Dieser besagte Dschungelbibliothekar hat dann die maximale Verzauberungsstufe Unbreaking 2, also wenn du ihn komplett gelevelt hast. Featherfalling kriegst du hier, natürlich auch einen Projektilschutz und Power bekommst du hier. Weiter geht's, wo wir gerade sind, das kann ich einmal ganz kurz hier auch demonstrieren. Ich habe hier beispielsweise links einen Master, er bietet mir beispielsweise Smite an. Dann haben wir da auch noch Punch für den Bogen, was ich jetzt hier gerade nicht habe. Und auf dem Master Level kriegst du von diesem Bruder hier Protection 3 als Verzauberung. Und wie gesagt, es sei nochmal erwähnt, Protection 3 gibt es nur von einem Master-Bibliothekar in einem Plainsdorf. In keinem anderen Dorf mehr wirst du dieses Buch hier angeboten bekommen. Weiter mit der Tabelle, da haben wir dann noch das Savannenbiom. Master-Bibliothekar gibt dir hier Schärfe 3. Knockback kriegst du auch von denen. Binding Curse, also eigentlich ein Fluch, keine Ahnung, warum man das nutzen sollte. Und natürlich auch Sweeping Edge, was wir hier logischerweise auch noch haben, aber aktueller Stand natürlich nur in der Java Edition. Weiter geht's mit dem Schneebiom. Da haben wir dann Silk Touch, falls du das haben möchtest. Wasserläufer, Looting unter Frostwalker. Swamp, also Sumpf, ist das gleiche Beispiel wie beim Dschungel. Gibt es kein natürlich generiertes Dorf. Dementsprechend musst du da einen eigenen Villager hintransportieren, ihn zu einem Bibliothekar ausbilden, hochleveln, um dann in diesem Fall ein Mending zu bekommen. Das heißt, du brauchst erstmal ein Sumpfbiom, musst einen Villager in dieses Sumpfbiom quasi transportieren, musst ihn dann noch leveln, also ohne Ende traden, bis er wirklich das Expertenlevel erreicht hat und hast dann die Chance, beziehungsweise bekommst dann safe von ihm das Mending Book, wie aber auch Depthstrider, Respiration und auch, wie gesagt, Fluch des Verschwindens in diesem Falle und zu guter Letzt noch das Tiger Biom. Dort bekommen wir Glück 2 auf dem Master Level, haben dann natürlich auch noch Explosionsschutz, Fire Aspect und Flame für den Bogen.
Howdy Macaroni. Falls euch das Ganze jetzt zu schnell ging, den Link findet ihr natürlich unten in der Beschreibung zu dieser Tabelle. Lest euch das nochmal in Ruhe durch. Aber ab sofort heißt es, wenn du ein bestimmtes Verzauberungsbuch haben möchtest von einem Bibliothekar, musst du in ein bestimmtes Biom gehen. Dies hat übrigens den Sinn, laut der Minecraft-Entwickler, dass viele sich darüber beschwert haben, dass das ganze Training viel zu random ist. Das heißt, du konntest in ein beliebiges Dorf gehen, immer mal wieder den Lectern hinstellen und abbauen und irgendwann hast du dann Mending gehabt und es gab da keine strikte Ordnung, wann und wie du irgendein Verzauberungsbuch bekommst. Das heißt, du konntest bei einem Novizen schon Mending bekommen, was ja absolut OP ist. Dementsprechend soll das ganze Trading etwas mehr Sinn machen und auch schwieriger gemacht werden. Das heißt, Minecraft wird in Anführungsstrichen wird etwas schwieriger und soll das Ganze etwas interessanter und vor allem auch, wie gesagt, skillfuller machen, damit das nicht easy peasy lemon squeezy ist. Nach 10 Minuten hast du Mending und was weiß ich für Verzauberung. Aber es ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Viele werden sich mit höchster Wahrscheinlichkeit aufregen, aber ich denke mal, summa summarum kann man sagen, eine gute Änderung, die das ganze Thema Trading so ein bisschen mehr unterstützt, schwieriger macht und auch interessanter macht, meiner Meinung nach. Es sei auch noch erwähnt, bevor ich es vergesse, einige Verzauberungen fehlen natürlich hier in dieser Tabelle. Diese Verzauberungen wurden aus dem Trading-System komplett gestrichen, die musst du also auf anderem Wege finden, sei es jetzt in irgendwelchen Dungeons, in Minenschächten, unten im Deep Dark oder halt dementsprechend natürlich auch mit einem Zaubertisch in irgendeiner Form bekommen. Es wurde aber nicht nur das Trading allgemein ein bisschen erschwert oder angepasst, auch dieses gute alte Zombie-Doktor-Spielen in Minecraft hat ab sofort ein Ende, beziehungsweise nach einem Mal ein Ende. Es ist nämlich so, so steht es am Changelog, dass man ab sofort einen Zombie-Villager nur noch ein einziges Mal heilen kann, um einen Bonus-Rabatt zu bekommen. Das heißt, du bekommst deinen Rabatt, wenn du ihn geheilt hast, wenn du ihn dann jetzt theoretisch nochmal zu einem Zombie verwandeln lassen würdest, in Mithilfe einer Farm, und ihn dann wieder heilen würdest, bekommst du dieses Mal keinen Bonus-Bonus-Rabatt, sondern er bleibt bei seinem ursprünglichen erstmaligen Bonus-Rabatt. Das heißt, das geht ab sofort auch nicht mehr, dass du hier ohne Ende farmst und praktisch alle Sachen hinterhergeschmissen bekommst oder dann irgendwann ein Mending-Book für einen einzigen Smaragd kaufen kannst. Das wurde komplett genervt und da bin ich auf eure Meinung gespannt. Weiter geht's mit diesem Bre hier, der meiner Meinung nach eines meiner absoluten Useless-Features Top 1 ist. Also, das wollte ich natürlich nicht. Er ist meiner Meinung nach ein Feature, welches ich wirklich nie oder kaum bis gar nicht benutzt habe, weil die Trades damals absolut sinnbefreit waren und einfach nur überteuert waren. Ich glaube, das stimmt mir die Mehrheit der Minecraft-Spieler zu. Bis heute, Freunde. Der Wandering Trader wurde geupdatet. Auch hier gibt es wieder mal eine Tabelle, die ich euch hier sehr, sehr gerne einblende. Oben erkennt man die Chancen quasi, die der Wandering Trader hat, also Items hat, die er dir abkaufen kann. Das reicht dann von einer Wasserflasche, bis zum Wassereimer, Milcheimer, dann haben wir dann das fermentierte Spinnenauge, gebackene Kartoffeln und natürlich auch Heuballen. Die kann der Bruder dir jetzt ab sofort aufkaufen und das auch zu einem soliden Preis, würde ich sagen. Unten sehen wir dann auch, dass die Angebote überarbeitet wurden. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, verschiedenste Baumstämme zu erhalten, immer 8 Stück und das für einen Emerald. Das geht eigentlich auch relativ gut, auch wenn das nach 4 Trades natürlich deaktiviert wird. Und auch eine Iron Pickaxe, also eine Eisenspitzhacke, die dann verschiedenste Verzauberungen drauf hat, von 6 bis 20 Emeralds und auch einen Trank der Unsichtbarkeit, den der ja auch selber regelmäßig nutzt. Also macht es auch Sinn, dass er ihn in seine Sortiment hat. In meinem Falle können wir jetzt hier eine Milcheimer für 2 Emeralds oder eine Heuballen für 1 Emerald verkaufen, was schon lohnenswerter ist. Und allgemein kann man sagen, sind die Preise auch deutlich besser. Ich meine, 1 Emerald für 8 Logs für beide jeweils ist, glaube ich, ganz gut. Natürlich haben wir hier dann auch die Setzlinge, die dann immer noch 5 Smaragde kosten. Aber sie sammeln auf jeden Fall aktiv Feedback. Falls ihr da also was haben solltet, immer schön Feedback geben auf der Minecraft-Feedback-Seite. Und dementsprechend können wir dann das Trading der Wandering Trader und natürlich auch der Villager gemeinsam formen. Ob ihr es glaubt oder nicht, Freunde, das Thema Diamanten ist immer noch nicht durch in Minecraft oder Diamanten finden, eher gesagt. In diesem Fall aus eurer Sicht die linke Variante, das Deep Slate Diamanterz. Das wurde jetzt wieder etwas erhöht. Das heißt, du wirst jetzt wieder deutlich öfter Diamanten finden, ganz, ganz unten in den Tiefen des Höhlensystems sozusagen. Also falls du da irgendwie in der letzten Zeit etwas mager unterwegs warst, was Diamanten finden anging, was in meinem Fall nicht so wirklich war, muss ich sagen. Ich habe immer Hümmel gefunden, ehrlich gesagt, weil die Höhlen ja auch so groß sind. Die Chance wurde jetzt nochmal etwas erhöht. Das heißt, ihr solltet da unten, vor allem da unten halt, noch mehr Diamanten finden als vorher. Eine Sache, von der ich streng genommen zwar keine Ahnung habe, aber der Satz irgendwie sehr, sehr vielversprechend klingt, betrifft in diesem Falle hier die Multi-Version-Packs. Und zwar ist es jetzt so, dass Data-Packs unter Resource-Pack
quasi erlaubt wurde oder den Erstellern davon erlaubt wurde, für mehrere Versionen gleichzeitig zu funktionieren. Das heißt, wenn du ein Resource Pack für das 1.19 Update entwickelt hast, würde das jetzt auch theoretisch für das 1.20 Update funktionieren, zumal wenn du das dann halt logischerweise so programmiert hast. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es auf jeden Fall so, Hauptsache, dass sie kompatibel sind mit verschiedensten Versionen der Spiele. Das haben ja auch immer viele kritisiert, dass sie dann einfach nicht funktioniert haben. Zwar wurde nichts am Prinzip des Resource Packs geändert, aber trotzdem mussten die Modder das updaten. Ich glaube, das soll mit diesem Falle oder mit dieser Änderung jetzt so ein bisschen geändert worden sein. Ich fände es auf jeden Fall super, wenn ich das Ganze auch richtig verstanden habe, aber eure Meinung mal gerne in die Kommentare dazu. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von diesem brandneuen Snapshot und vor allem natürlich auch für oder von den Änderungen von den ganzen Villager-Trades und auch vom fahrenden Händler oder wandernden Händler natürlich ab damit, ohne Gnade in die Kommentare. Was würdet ihr noch ändern, was würdet ihr da verbessern, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten bedankt sich der Schleim wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.